Herzlich willkommen im Golfclub Linz St. Florian in Österreich. In dem heutigen Video geht es um den Release des rechten Arms im Golfschwung und wie er dir helfen kann, mehr Power zu bekommen und auch konstante Schläge. Dieses Video ist Teil meines neuen Online-Kurses, der in den nächsten Tagen starten wird und ist konzipiert für Spieler aller Spielklassen, die anhaltend ihr Golf verbessern wollen. In diesem Kurs geht es um alles begonnen vom Griff über Setup, Aufschwung, Durchschwung, alle Sachen, die für den Golfschwung wichtig sind und beinhaltet eine Menge Übungen, die du auch ohne Probleme zu Hause in deinen eigenen vier Wänden machen kannst, also auch ein perfektes Wintertraining. Wenn du mehr über diesen Kurs erfahren möchtest, beziehungsweise wann es losgeht, würde ich dich bitten, dass du hier unten in der Beschreibung meinen Newsletter abonnierst, dann bekommst du aus erster Hand Informationen, wann es losgeht. Und die ersten 100 Abonnenten bekommen dann auch noch ein spezielles Angebot von mir. Viel Spaß beim Video! Jetzt möchte ich mit dir über den Release sprechen und auch Release-Übungen zeigen. Und zwar mit einem Fehler auch beginnen, den wirklich fast alle Golfer machen oder zumindest gemacht haben. Ich sage nämlich deswegen fast alle Golfer, weil auch das ist ein Thema, das bei den Profigolfern, die ich trainiere, wirklich ein heißes Thema ist. Und das ist, wie sich der rechte Arm verhält im Schwung. Ja, weil der rechte Arm kann nämlich ganz schön viel kaputt machen, vor allem die Richtung. Und zwar möchte ich, dass du Folgendes verstehst. Ja, wir können die Hand so halten, dass sie neutral steht. Ja, wir können sie einwärts drehen. Das ist eine interne Schulterrotation. Das kommt aus der Schulter übrigens. Das ist eine externe Schulterrotation. Ja, kommt auch aus der Schulter. Und merken können wir uns das so, dass wenn wir eine externe Schulterrotation haben, dann sehen wir hier den Unterarm der hinteren Hand, also als Rechtshänder die rechte Hand. Wenn wir eine interne Rotation machen, dann sehen wir hier die Oberseite des Arms. Also das ist ein Release mit einer internen Rotation, das ist eine neutral Release und das ist eine externe Rotation. Und die Sache ist die, du siehst bei den besten Ballstrikern der Welt, dass sie mehr eine externe, ja, mit einer externen Position in den Ball hineinkommen und dann erst spät den Arm strecken. Strecken sage ich deswegen, weil wenn du in dieser Position bist, möchtest du nicht nur extern sein, sondern möchtest auch noch, ja, einen Ellbogenflex haben. Du möchtest noch gebeugt sein im hinteren Arm. Ja? Und wenn du jetzt hier reinkommst in die Treffmannzone, schaut das dann so aus. Und dann strecken die Profis erst. Das ist wirklich ein sehr, sehr effizienter Release-Stil, der sich über Jahrhunderte bewährt hat bei den besten Golfern der Welt. Und ich würde sogar sagen, das ist etwas, was fast kein Amateurgolfer kann. Die meisten Amateurgolfer machen das anders. Sie sind in einer internen Position und in zu viel Streckung bereits mit dem rechten Arm. Das heißt, sie kommen zu gestreckt in den Ball hinein und dann beginnen sie eben dann durch den Ball durchzubeugen. Also wir werden dann von gestreckt auf eng. Ja? Und du musst dir das so vorstellen, warum das ein Problem ist, weil wenn ich jetzt zum Beispiel den Ellbogen leicht geflext habe, so wie ich jetzt hier, und ich beginne jetzt aggressiv den Arm nach vorne zu strecken, dann siehst du, dass die Handfläche sich nach runter gedreht hat. Das heißt, es ist sehr typisch, wenn man den rechten Arm streckt, dass die Hände pronieren, das heißt, der Unterarm proniert, das heißt, dass die Schulter sich einwärts dreht. So, das ist typisch und wenn das eben dann zu knapp beim Ball passiert, dann ist das ein Problem. Und wie gesagt, das haben wirklich sehr, 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 sehr viele Golfer. Und ich würde dich dazu motivieren wollen, dass du im Winter an dieser Streckung in der externen Schulterposition arbeitest, weil das ist wieder etwas, wenn du am Golfplatz stehst, willst du nicht wirklich aktiv an solche Sachen denken. Dann möchtest du einfach das Gefühl kennen. Und das Gemeine ist auch daran, dass du ja eine gewisse körperliche Voraussetzung auch brauchst. Ja? Du musst da zum Beispiel auch fähig sein, sage ich mal, den Arm zumindest hier rauf zu bringen oder sogar hierher zu bringen, ohne dass du jetzt nachgibst. Ja? Das wäre eine externe Schulterrotation. Wenn du zum Beispiel jemand bist, der nur so machen kann, ja? Dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass du von Haus aus Probleme hast damit. Dann wäre es sehr gut, wenn du mit einem Physio oder Fitnesstrainerin arbeitest, dass du diese externe Schulterrotation vergrößerst, weil sonst wird das sehr, sehr schwierig sein, dass du das machst, was ich dir sage. Wir machen jetzt Folgendes. Ich möchte, dass du dich jetzt herstellst mit dem Schläger hier oben, also gegenüber von deinem Gesicht.
Und ich möchte jetzt, dass du einen Aufschwung machst, als ob du hier auf einen Tisch schwingen würdest hier. Also stellst dir vor, da ist ein Tisch hier um dich herum und du schwingst den Schläger auf, als ob du auf einen Tisch wärst. Und jetzt möchte ich, dass du dir vorstellst, wie der rechte Arm ist. Der ist gebeugt. Der Schläger, siehst du, der zeigt dir mehr oder weniger hinauf. Und jetzt möchte ich, dass du dich drehst, den Brustkorb drehst und versuchst, diesen Zustand des Ellbogens hier, dass er, der so ist, zu lassen. Also ich mache das nochmal, du gehst hier rauf, klappst um, dadurch bekommst du diese externe Rotation, schwingst hier auf ein wenig, drehst den Körper mit und stellst dir vor, du kommst hier am Tisch entlang zum Ball. Du kannst ein wenig den rechten Arm strecken, ein klein wenig ist okay. Das heißt, du willst jetzt nicht als Gegenmaßnahme, als gegen das zu früh strecken, nicht das enger lassen oder nicht aufmachen. Du willst es eher einteilen. Das heißt, du kannst ein bisschen strecken und dann schaust du, dass der Schlägerkopf im Treffmoment hier, du stellst dir vor, hier ist der Ball, gerade ist. Also, dass die Spitze quasi gerade hinauf zeigt. Das wäre gerade, das wäre offen. Ich mache das deswegen auf dieser Höhe, damit man sich das leichter vorstellen kann und damit man sich eine Ellbogen besser anschauen kann. Wenn das jetzt so ausschaut, dann ist das ja nicht optimal. Wenn das so ausschaut, ja hier, dass ich jetzt meinen Unterarm noch hier sehen kann, dann ist das optimal. Und ich möchte, dass die Spitze hinauf zeigt. Dann hast du übrigens auch gleich eine gute Handgelenksübung dabei. Ja? Also ich mache das noch einmal vor. Stellst dich hier rauf, hast den Schlägerkopf auf der Höhe des Gesichts, klappst um. Ja, dann hast du hier den Unterarm, schwingst auf, als ob du Schläger auf einen Tisch wäre. Dann fangst du an, ein wenig den rechten Ellbogen zu strecken, aber nicht komplett, wie gesagt, dass nicht das passiert. Ein wenig und drehst ihn so hin, im Treffmoment, dass die Spitze hinauf zeigt und du siehst immer noch etwas Fläche hier von deinem Unterarm und der Arm ist auch noch nicht gestreckt, er ist noch gebeugt und jetzt streckst du. So, und jetzt möchte ich, dass du dir auch wirklich vorstellst, wenn du das machst hier, dass du eigentlich hier eigentlich über die Tischplatte hier mit dem Schläger drüber wischt, so richtig, ja? So wischt, dann bekommst du genau dieses verspätete Streckgefühl hier. Du kannst dir vorstellen, da ist ein Staub auf dem Tisch hier drauf und du möchtest den Staub runterwischen, ja? Also ich bin jetzt hier und wische und strecke. Ich wische und strecke, ich mache das mal von der Perspektive hier, also ich fange hier oben an, Höhe des Gesichts, klappe um, schwinge her, ich wische in diese Richtung hier, mache die Schlagfläche gerade und jetzt strecke ich, das ist die wichtigste Phase. Schau, jetzt sind beide Arme gestreckt. Wenn ich das ein wenig behirnt habe, dann mache ich das jetzt in einer normalen Position, also in einer Golfposition. Ich stelle mich hierher, schauen wir das nochmal an, schwinge hierher und wische. Du musst dir das vorstellen, der Tisch ist quasi jetzt hier so schräg, so musst du das jetzt vorstellen quasi. Und wische jetzt wieder hier entlang. Im Treffmoment bist du immer noch gebeugt, ich sehe immer noch meinen Unterarm. Die Schlagfläche zeigt nicht darüber, sondern gerade zum Ziel. Und jetzt streckst du. Und das kannst du dir vorstellen, wenn du so einen Release machst hier, dass die Schlagfläche sehr, sehr stabil durch die Treffmomentzone durchgeht. Das heißt, du hast nicht viel Verdrehungen, nicht viel Öffnung, nicht Verschließung. Das ist eine Strategie, die Profigolfer anwenden, um den Ball eben so derartig gerade zu schlagen, wenn sie den Ball eben hart schlagen wollen. Sie sind nicht abhängig von irgendwelchen Rollbewegungen hier unten, dass sie den Schläger öffnen und schließen, sondern sie haben diese gute Ellbogenstruktur und schaffen es dann mit dieser Streckbewegung durch den Ball zu kommen. Wenn du das verstanden hast, diese erste Übung, die durchaus etwas komplex ist, aber da kann man sich ruhig ein bisschen spielen, der Winter ist ja lange, also kein Fehler, dann wirst du dir vielleicht auffallen, es ist gar nicht so einfach, dass du diesen Ellbogen da unter Kontrolle bringst. Und jetzt würde ich dir empfehlen, dass du dann vielleicht, um es dir zu erleichtern, mit der linken Hand den rechten Ellbogen schnappst und den quasi in eine externe Rotation drängst, dass du hier den Unterarm sehen kannst, die Vorderseite des Unterarms sehen kannst hier. Das heißt, du kannst mit einer Hand schwingen und versuchen mal hier dran zu ziehen. Ja, da kriegst du mal genau das Gefühl. Hat auch den Vorteil, wenn du das hier jetzt hier ins Gelenk reinlegst, in den Ellbogengelenk reinlegst, dass du den Arm
dass du spüren wirst, wenn der Arm gestreckt ist und wenn er gebeugt ist. Du möchtest ja leicht gebeugt sein hier. Das heißt, du bist hier, ziehst dran, also ich ziehe in diese Richtung hier und strecke jetzt hier. Okay? Und das ist eine Hilfe, dass du lernst, den rechten Ellbogen besser in den Griff zu halten und nicht mit dieser frühen Streckung des rechten Ellbogens beginnst. Und ja, arbeite einfach daran. Das wird dir ja vielleicht ein bisschen Kopfzerbrechen bereiten, aber wie gesagt, der Winter ist lange und das ist etwas, was dein Release sehr, sehr stabilisieren kann. Ich habe jetzt noch einen Drill für dich, für den rechten Arm, dass der länger in einer externen Rotation bleibt und nicht zu früh hineinschließt. Das ist eine Übung, die habe ich vom Weltklasse-Trainer Scott Coux gelernt bei einer Fortbildung einmal und sieht man auch auf der Tour sehr, sehr häufig. Und zwar, diese Übung sieht so aus, dass man einen Schläger nimmt, man greift ihn so an, dass die Handflächen hinaufzeigen, hier in den Fingern, und man begibt die Ellbogen in eine externe Rotation, sprich die Ellbogen versucht man so nah wie möglich zueinander zu bewegen. Ja, das bin ich jetzt hier und gibt sie an den Körper dran. Und die Idee ist es, dass du jetzt quasi versuchst, hier Schwünge zu machen und dieses Verhältnis nicht zu verlieren. Das hört dann so aus in der Praxis. So und so. Ich bin jetzt immer noch extern hier. Ja. Hier und hier. Und das Schöne ist, man muss sich auch mit dem Körper sehr gut bewegen, damit man eine gute Position bleibt. Es wird nicht funktionieren, wenn ich dann auf einmal anfange, meinen Körper irgendwie so zu machen oder so. Also ich muss auch vernünftige Seitbeugungen machen, Rotationen machen. Und der Schläger wird hier so leicht schräg sein. Ja, vielleicht nicht 45 Grad, aber so vielleicht so 30 Grad hier. Komme hier zurück und am Schluss zeigt er wieder so ungefähr hier so, nicht ganz 45, so 30 Grad hätte ich gesagt, ja. Und wichtig dabei ist, wie gesagt, dass die Ellbogen so bleiben. Dann bekommst du ein Gefühl, kannst du das mit einer Hand mal machen, auch das Gefühl wieder. Einfach damit beschäftigen, das ist eine sehr, sehr gute Sache, die dir all along sehr viel bringen wird. Und jetzt bitte ich dich, dass du dieses Video anschaust. Wir sehen uns dann gleich drüben auf der anderen Seite. Tschüss.